Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Starbound. Wir wollen gegen den Roboter kämpfen und ich weiß nicht, ob ich mich trauen kann, den jetzt schon so anzugreifen. Aber wir versuchen das einfach mal. Wir sind einfach mal tapfer und versuchen es. Oh oh, das sieht ganz schlecht aus. Das sieht ja super schlecht aus und wir hauen ab. Dann müssen wir uns erst noch mal heilen. Der ist doch viel heftiger wie die Pinguine. Habt ihr es gesehen? Der hat mich sofort platt gemacht. Hoffentlich ist er noch da, wenn wir jetzt wieder runterkommen. Meine Schusswaffe ist ja leider so beschissen, dass man... Entschuldigung, das darf man ja nicht sagen. Aber meine Schusswaffe ist so schlecht, dass wir damit nicht so viel ausrichten können. Komm, jetzt heil mal. Wir versuchen das aber trotzdem mit der Schusswaffe. Aber die hat, glaube ich, nur 5 Schaden. Ich hoffe, dass der Roboter noch da ist. Ach, die schon wieder. So. Nicht zu weit. Vorsichtig vortasten. Und ich glaube, er ist weg. Oh, ich glaube, unser Roboter ist weg. Da müssen wir alles nochmal sammeln, oder was? Ah, diese Steuerung ist so blöd. Hier war der Roboter gewesen. Wir sind dann abgehauen. Da kommt er nicht hoch. Ich glaube, jetzt ist er weg. Kann ja auch hier nirgendwo reingefallen sein. Außer jetzt hier. Aber nein, hier passt er ja gar nicht durch. Der ist abgehauen und wir müssen ihn nochmal neu bauen. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber eigentlich haut er die Monster nicht ab. Nochmal nach unten. Wir versuchen es mal auf der Seite, vielleicht ist er ja doch hier irgendwo entlang. Ach, das ist natürlich jetzt schlecht, da müssen wir alles nochmal neu bauen. Der war ja nicht gerade sehr günstig. Ich dachte, den machen wir jetzt, also ich wollte ihn ja sogar erst noch am Ende der letzten Folge einfach besiegen. Weil ich gedacht habe, es ist total billig. Tja, hier wohnt ja niemand mehr. Das ärgert mich natürlich jetzt. Am
eine bessere Waffe gekriegt. Die ist ein Punkt besser. Ärgert mich jetzt total, dass wir jetzt alles nochmal neu bauen müssen. So, jetzt müssen wir hier mal ein anderes Material reinlegen, weil das ist ja so ein Blödsinn hier. Tja, da bleibt uns nichts anderes übrig, dann müssen wir halt wirklich nochmal sammeln. Die geben keine Punkte. Ich hoffe, dass der Roboter uns gleich noch irgendwo begegnet. Vielleicht stapft er ja irgendwo hier auf dem Planeten. Aber ich glaube, er ist weg. Könnte ja wenigstens inaktiv irgendwo liegen bleiben. Oh nein, jetzt sind wir tot oder was? Oh shit. Ah, ich guck da immer nicht hin. Wir gucken mal, was wir schon bauen können vom Roboter. Das ist echt doof, dass das nicht geklappt hat. Wir können nichts bauen, weil wir nicht genug Geld haben. Und der kostet ja auch eine ganze Menge. Der kostet 1600 Pixel. Pixel ist eine ganz schöne Menge. Hier sind ja überall noch diese kleinen Dinger, aber das sind, glaube ich, keine. Ja, hier waren wir auch schon. Ich glaube, der Roboter ist tatsächlich weg. Wir dürfen uns nicht hochbeamen. Wenn wir den einmal rufen, müssen wir ihn auch besiegen. Und am besten craften wir immer sofort, wenn wir irgendwie was zusammen haben, craften wir am besten gleich die Bauteile. Falls wir sterben, verlieren wir ja immer Geld, aber sonst nichts. Und deswegen ist es eigentlich besser, wenn wir dann gleich die nächsten Bauteile craften. In dem Moment, wo wir genug zusammen haben. Da unten gibt's noch ein paar Monsterchen. So, 377, das heißt, wir können auch gleich schon das erste Bauteil bauen. Das hat mich ja jetzt geärgert, dass das einfach weg ist dann. Mann, Mann, Mann. Noch 3 Pixels. Ja, meine legendär schlechten Jump- und Run-Fähigkeiten. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir ein bisschen Eisen im Boden finden, denn davon werden wir jetzt auch wieder ganz schön viel brauchen. Wir hätten ja irgendwie nur so viel, wie wir jetzt gerade fürs Bauen brauchten. Ich dachte, das reicht uns erstmal.
Ja, das ist natürlich jetzt alles doof. Ja. Da habe ich einen Pixel vergessen. So, jetzt haben wir 407. Dann würde ich sagen, craften wir schon mal was. So, die Beine. Und wieder runter. Oder sollen wir woanders hinfliegen? Ich glaube, wir fliegen mal woanders hin, damit es auch mal ein bisschen Abwechslung gibt. Und zwar fliegen wir einfach mal. Das ist ein Mond, hier ist eine Wüste, das ist ein Snow. Fliegen wir einfach mal zum Snow. Ja, der hätte doch einfach weiterlaufen können, der Roboter. Dann hätten wir den doch einfach noch später irgendwie jagen können und so. Na gut, dann fliegen wir jetzt erstmal zu diesem Schneeplaneten. Wie viel brauchen wir denn noch? Steel Bars? Den hatten wir ja. Steel Bars hier 20, 30. Oha. Ziemlich viel. Dann gucken wir uns mal den Schneeplaneten an. Ja, wir können, glaube ich, auch schon anfangen, hier Material abzubauen, denn wir brauchen ja jetzt ziemlich viel für... Da ist auch was. Wir brauchen jetzt wieder ganz schön viel für unseren Roboter 2. Ja, ja, blöd, echt. Ich dachte, wir können uns dann hochbeamen und vielleicht so ein bisschen retten. Jetzt wird es uns auch noch kalt. Das war ja knapp. Können wir uns schon wieder heilen. Schneeplaneten sind doof. Das hatte ich ganz vergessen. Du frierst ja auch, wenn du auf so einem Schneeplaneten bist. Es gab Thermoanzüge, gibt, die uns davor schützen, dass wir in der Kälte... Ich glaube, so einen Raumanzug brauchen wir dann. Ja, erstmal heilen. Pixel. Das ist aber wenig. Also wir fliegen nochmal weiter, denn das hat ja keinen Sinn hier. Gibt es hier noch was anderes? Mond, Desert. Dann fliegen wir nochmal zu dem. 50 Fuel kostet es. Leider kann man die Sequenz nicht abkürzen. Und ich habe jetzt auch nicht so die richtige Strategie, was wir machen können, um den Roboter zu besiegen. Also ich wollte den eigentlich einbauen. Und wenn der eingebaut ist, wollte ich auf den draufschlagen. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Jetzt irgendwelche Sachen hier, die man vielleicht noch... So, die Waffe will ich nämlich loswerden. Hallo?
So, Landing Procedure. Sieht wüstig aus. Ist auch wüstig. Da, 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 da. Grab the rope. Jetzt geht's halt darum, dass wir... Oh, hier kommt was. Ah. Haben wir denn jetzt genug Baumaterial? Ja. So, wir haben ein Piratenschiff gefunden. Jetzt muss man so noch hochbauen. Wir müssen viel steiler bauen. Denn die wohnen immer ganz weit ganz oben. Oh, nee. Kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. So, vielleicht befinden wir bei denen aber dann ein paar gute Schusswaffen. So, da oben kommt das Schiff. Jetzt sind wir oben und jetzt können wir hier durch die Bodenluke springen. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal so ein bisschen Zeug, was hier rumsteht. Denn die beschweren sich da gar nicht drüber. So, 325. Huch. Da oben bei den Propelloren, da müsst ihr, bei den Propellers, da müsst ihr schwer aufpassen, denn da kann man sich schwer verletzen und sogar sterben, wenn man da reinläuft. Karte nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie eine Waffe gekriegt haben, die besser ist. Sieht man, die schießt 7. Ja, die hatten wir, glaube ich, eben. Nee, sieht schlecht aus. Mal gucken, wer mit uns hier reden will. So, hier gibt es also... Hier gibt es nur Schusswaffen bis 10, bis 6 oder was? Tja. Ach komm. Ich bin ja fast tot. Ja, weg. Oh, scheiße. Im letzten Moment haben sie uns noch abgeknallt. Dafür sind wir aber jetzt auch wieder gesund. Und können gleich weitermachen. Denn jetzt hole ich mir nämlich alles, was da drin ist.
Die haben natürlich Schusswaffen, die sind stärker wie wir. Aber guck mal, unten ist schon ein Pirat abgestürzt. Nein, das war die Taste, die ich wollte. So. Oh, Mist, schon wieder. Das waren die Vögel. Mist. Das mache ich jetzt nur aus Frust. Zum Glück ist der Weg nicht so weit. Vielleicht liegt jetzt auch noch Zeug rum. Da liegt noch Geld. 205. Müssen wir uns wieder heilen. Und ob wir es schaffen, dass die Piraten hier alle zu besiegen, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich glaube, ich habe keine Bandagen mehr dabei. Ne, die müssen wir da wieder bauen. Deswegen springe ich jetzt nochmal nach oben und werde mich gleich heilen. Und wir gucken uns in der nächsten Folge an, ob wir das mit den Piraten noch hinbekommen. Und ich lege mich hin und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich habt ihr mir verziehen, dass ich den Roboter nicht gekriegt habe. Naja, wir sehen uns gleich. Tschüss.